Hallo. Ein Disclaimer zu Beginn der Folge. Antjes und meine Aussagen zu bestimmten Personen und politischen Parteien hier im Havelland basieren rein auf unseren Annahmen. Wir sagen zwischendurch Dinge, die wir einfach nur einschätzen in diesem Moment und für die es bis jetzt noch keine weiteren Belege gibt. Das reichen wir aber gerne nach, sobald es soweit ist. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Konzentration. Hallo, guten Morgen, schönen Tag, guten Abend. Ich bin Antje Koch und mir gegenüber sitzt die wunderbare Vivian Tarun. Dankeschön. Und zusammen haben wir den Podcast Havelmische. Ja, das ist Fakt. Letztes Mal haben wir mit euch darüber gesprochen, wie man einen Bürgermeister los wird. Antje hat dazu das Beispiel aus ihrer Gemeinde Brieseland genannt. Und dann haben wir auch noch drüber gesprochen, dass Bürgermeisterwahlen in Falkensee sind. Da gibt es jetzt auch ein erstes Ergebnis. Die erste Wahl hat nämlich stattgefunden und jetzt kommt als nächstes die Stichwahl. Und wir sprechen jetzt mal über unsere ersten Eindrücke der ersten Wahl in Falkensee. Es war ein Krimi. Es war definitiv ein Krimi. Also das Ergebnis, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Wir können das ja gleich mal vorwegnehmen. Die meisten Stimmen konnte der parteilose Heiko Richter einfahren, der auch relativ spät sich geäußert hat oder seinen Hut, tatsächlich seinen sprichwörtlichen Hut in den Ring geworfen hat, dass er jetzt nun auch Bürgermeisterkandidat sein möchte. Hat einen relativ krassen Wahlkampf hingelegt, sofern man das aus der Ferne eben beurteilen kann. Und Vivian, wie hoch waren jetzt, wie viele Stimmen oder in der Prozentzahl, hast du das gerade da, wie viel der Richter bekommen hat? Dann können wir mal durchgehen, irgendwie von oben nach unten. Genau, ich habe das da. Also Heiko Richter, parteilos, hat 37,4% der Stimmen geholt. Danach kommt der CDU-Kandidat Jan Pollmann mit 28%. Doktor. Dann kommt die Grüne, Julia Konchu oder Konku. Mit 15,4%. Die SPD weit abgeschlagen. Cornelia Nitschach mit nur 8,9%. Dann Freie Wähler. Die Freien Wähler sind bei uns hier so eine Sache. Rainer Ganser mit 6,1%. Dann kommt von den wahrscheinlichen Verschwörungstheorien. Mutmaßlich. Wir drücken es hier vorsichtig aus. Von der Basis, Heike Stumpenhusen. Die ist noch nicht mal Falkenseherin. Die kommt hier aus Dalgo. Ist angetreten. Die hat 1,9% geholt. Und dann der Kandidat für die Partei, Lars Krause, hat 1,4% geholt. Ja. Das sind die Ergebnisse. Bedeutet Stichwahl. Genau, also kein Kandidat konnte bis jetzt die absolute Mehrheit auf sich vereinen. Oder, wie gesagt, also absolute Mehrheit bedeutet 50 plus 1. Ja, genau. So, wer 50 plus 1 hat, hat es geschafft. Genau. Oder mehr. Auf Anhieb dann. Richtig. Aber das ist hier nicht der Fall. Heiko Richter hat 37%, etwas mehr als 37. Insofern geht er mit dem Zweitplatzierten Jan Pollmann von der CDU in die Stichwahl. Die findet am 2. Juli statt, ne? 2. Mhm, Juli? Am 2. Juli? Ist das ein Sonntag? Genau, ja, ist immer ein Sonntag. Ja, nee, ich wusste nicht, ob der 2. Juli ein Sonntag ist. Der 1. ist ein Sonntag. Ich wusste nicht, ob es der 2. Juli ist. Wenn das zufällig auch ein Sonntag ist, dann ist das der Wahltag. Ich weiß, dass du das weißt. Ich habe das schon richtig verstanden. Okay. Was ich ja spannend finde auf Social Media, ich hatte das irgendwie so, lag im Bett abends, Scroll und Scroll und Scroll. Naja, und dadurch, dass eben überall so ein bisschen auch so immer Wahlen sind, muss ich denn einen Post in der Falkensee-Gruppe, ich glaube, es gibt mehrere, ich bin in einer drin, muss ich da einen Post in der Falkensee-Gruppe lesen von Herrn Pollmann?
der nochmal Herrn Richter auffordert, bitte mit ihm in den Dialog zu gehen zum Thema Wahlkampf und Debattenkultur, dass die beiden sich treffen öffentlich und über die Belange von Falkensee sprechen zu allen möglichen Themen, ne? Soziales, Bildung, Gemeindeentwicklung, Verwaltungsstrukturen und so weiter und so fort. Und er aber schon zwei Termine wohl ausgeschlagen hat und auch nicht unbedingt bereit ist, darüber zu sprechen oder einen Termin zu finden. Was hältst du denn davon? Hast du da vielleicht auch so ein bisschen den Einblick gehabt, wie das ist, wenn die sich öffentlich getroffen haben, die Kandidatinnen? Also ich verstehe nicht, warum ein Heiko Richter so ein Angebot ausschlägt oder nicht wahrnimmt. Das ist ja gut, wenn man sich irgendwie auch argumentativ treffen kann, so öffentlich auf dem Podium. Aber vielleicht findet Heiko Richter, dass er noch nicht die Expertise hat für so einen Auftritt. Schließlich so ein bisschen zu seinem Hintergrund. Er ist eigentlich der Partymacher hier in Falkensee. Hm. Er hatte lange die einzige Kneipe oder Disco in der Mitte der Stadt. Und jetzt macht er die großen Veranstaltungen in der Stadthalle in Falkensee und ist vielen bekannt halt nur als so der Veranstaltungsorganisator, der halt die Partys in die Stadt holt. Der Partypate genau. Von Falkensee. Und hat auch jetzt noch kein politisches Amt irgendwo besetzt. Entschuldigung. Und ja, wahrscheinlich möchte er erstmal Expertise sammeln und sich irgendwie reinlesen in Dinge, ich hoffe zumindest, dass er sich reinliest, bevor er sich auf einem Podium blamiert oder so, weil er die Zahlen noch nicht kennt. Mhm. Während Jan Pollmann ja ganz im Vorteil da wäre bei so einer Diskussion dadurch, dass er schon in der Gemeindevertretung ist, beziehungsweise Stadtverordnetenvertretung. Seit einem guten Jahr. Ja, und da vielleicht schon mal ein bisschen Einblick in einige Dinge hatte und in den Haushalt hatte, was jetzt Heiko Richter ja noch gar nicht durfte. Mhm. Finde ich insofern spannend, weil letzten Endes sind ja die WählerInnen, die entscheiden, wen sie wollen. Und du hast halt einerseits jemanden von der CDU, der ein Jahr jetzt in der Stadtverordnetenversammlung war und eben einen relativ kurzen Einblick auch in diese Strukturen in Falkensee hat, was er jetzt vorher gemacht hat. Oder inwiefern er da jetzt involviert ist, mag ich jetzt nicht zu sagen. Und andererseits hast du einen Urfalkensee, der halt einfach, im wahrsten Sinne des Wortes Stadt bekannt ist, sich aber eben nicht öffentlich messen möchte mit jemandem, gerade weil er eben noch Defizite hat. Da ist halt die Frage so, wen möchte ich jetzt? Ne? Also nehme ich einen Urfalkenseher, der halt Falkensee in- und auswendig kennt, aber auf einer anderen Ebene? Mhm. Oder nehme ich denn doch halt einen Politiker, der dann irgendwie auch so diese Seilschaften und Verbindungen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass Heiko Richter keine Seilschaften und Verbindungen hat, vielleicht in Kreis und Land. So, und wenn, dann muss er sich die aufbauen, weil man muss ja eh in Kontakt treten mit dem Kreis und auch mit dem Land. Das ist ganz klar, weil Falkensee nun auch einfach die größte Stadt hier im Havelland ist. Ja. Und das finde ich aber spannend, weil man halt so irgendwie so zwei Extreme hat jetzt zur Wahl. Und das geht definitiv spannend weiter dann am Sonntag. Es wird auf jeden Fall spannend werden und ich kenne Herrn Richter nicht, ich weiß nicht, was er jetzt noch plant und wie er sich reinarbeitet oder nicht, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du als Bürgermeister gewählt wirst, dann musst du dich eh in alles reinarbeiten und reinlesen. Also für jeden wären die Aktenlage wäre für beide neu. Definitiv, na klar. Und deswegen möchte ich jetzt grundsätzlich nicht einem Kandidaten, der noch keine politische Erfahrung hat, oder einer Kandidatin absprechen, dass man sich da reinarbeiten kann. Nee, das wollte ich mit meiner Äußerung tatsächlich auch nicht. Ich wollte einfach nur die Frage in den Raum stellen. Ne? Mhm. Man hat auf der einen Seite eben diesen Sachverhalt und auf der anderen Seite den anderen Sachverhalt. Mhm. Wollte jetzt aber nicht sagen, es ist halt besser, wenn man jemanden hat, der irgendwie Parteistrukturen hat, der schon in der Stadtverordneten war, weil die Stadtverordnetenversammlung ist was ganz was anderes, als eine Verwaltung zu führen. Klar müssen beide zusammenarbeiten, aber Stadtverordnete sind halt ein anderes Gremium. Sie sind dem Bürgermeister vorgesetzt, so. Ne? Koch und Kellner sozusagen. Ja. Und ich will beiden nicht die Kompetenz absprechen. Da müssen sich beide definitiv einlesen. Sie übernehmen eine Verwaltung, die von jemand anderes geführt worden ist. Und beide müssen sich einarbeiten. Das ist ganz logisch. Und ich traue es auch beiden zu. Ne? Mhm. Ohne jetzt sonst. Ne? Und übrigens, dieser Podcast läuft grundsätzlich jetzt heute mal unter mutmaßlich. Ja.
Genau, alle. Also alles mutmaßlich. Vielleicht machen wir nochmal an den Anfang einer der Folge so einen Disclaimer, dass das alles nur Schätzungen sind oder sowas. Ja, genau. Was ich interessant finde, ist, wie jetzt die Werbung für die Stichwahl abläuft. Hast du schon die neuen Plakate der CDU gesehen für die Stichwahl? Nee, ich war noch nicht bei sie. Die haben jetzt gar nichts gesehen. Die haben jetzt das Gelb der Wahlplakate von Herrn Richter übernommen. Ach krass. Ja, du kannst die Farben jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Das ist mies. Das ist mies, ja. Aber ich weiß nicht, ob das nicht Herrn Richter zuspielt. Ja, weil dieses Gelb verbinde ich persönlich mit Herrn Richter, genau, und dann nicht denkt man, mit Herrn Pollmann. Genau, und es steht auch nicht mehr Herr Pollmann drauf auf den neuen Wahlplakaten, sondern halt nur noch irgendwo eine Ecke CDU und dann irgendein Wahlspruch halt in schwarz. Und sein Gesicht irgendwie. Ja, ist auch nicht mehr drauf. Okay, krass. Also was ich gelesen habe, ist, dass man jetzt, ich glaube beim Biobäcker und bei der Rösterei in Falkensee und auch bei anderen etablierten Firmen, ne, sich Hüte gratis kriegt als Werbegeschenk von Herrn Richter. Da ist ein Button drauf und dann, ne, also sein Hut, das ist ja auch sein Markenzeichen, ne? Genau, ein schwarzer Hut. Ein schwarzer Hut, genau, die kann man jetzt so bekommen und dann halt ein Zeichen setzen, ne, und sagen, hier, ich will den Hut haben und dann natürlich auch damit rumlaufen. Ich meine, genau. Sonnenschutz geht uns alle was an. Ist im Sommer insofern gar nicht schlecht. Finde ich, ist ein nettes Giveaway, so, es ist eine nette Sache irgendwie und es ist halt spannend dann zu sehen, weiß nicht, wenn du jetzt an öffentlichen Stellen bist, so am Bahnhof, Bushaltestelle oder so, ob es denn doch dann so eine Hutversammlung, also dass du dann feststellen kannst, so, aha, da sind ja einige dabei. Ja, aber das macht Herr Richter ja schon den ganzen Wahlkampf relativ. Ach Pleatsch, so? Den ganzen Wahlkampf über. Zum Beispiel hat er zwar Plakate an der Straße, wie anderen Kandidaten auch, aber er lässt auch Privatleute mit einem beschrifteten Auto umfahren. Also der hat dann so Werbemagneten, Werbetafeln, die magnetisch ans Auto haften, drucken lassen und Leute, die ihn gut finden, fahren dann mit diesen Magnettafeln auf den Autos rum. Das ist schon mal, und dann haben viele Leute es auch am Zaun. Das habe ich auch gesehen. Die Plakate. Und gar da weiß nicht man, klein sogar, genau. Recht groß. Ne? Das sind ja so mit Ösen, so eine Aufspanndinger. Ne? Genau. So, und das ist ja schon sehr, ja, damit zeigt er quasi, dass er eine Basis hat, ne? Eine Wählerbasis. Er hat einen guten Grundstock, eine gute Basis, definitiv. Oh, was wollte ich denn jetzt noch dazu sagen? Genau, Wahlkampf ist ja im Grunde nichts anderes als Marketing so. Und Marketing kann er. Das kann er. Auch auf Instagram hat er jetzt nochmal 2-3 professionelle Werbespots hinterhergeschoben, die wirklich sauber geschnitten sind, teilweise mit Greenscreen-Effekt, der gut gemacht ist. Mhm. Und ja, er legt nochmal eine Schippe drauf und ich würde sagen, so rein werbetechnisch hat er Pollmann überholt. Das, also ich als Beobachter, als außenstehende Person fühle mich von dem Wahlkampf des Herrn Heiko Richter mehr angesprochen als von der CDU. Geht mir auch so, definitiv. Und einige Werbeplakate der CDU sind sogar ein bisschen wirr formuliert, ungünstig formuliert. Ein Beispiel zum Beispiel steht da Beton, also Sandburgen statt Betonburgen und das geht irgendwie um Wohnungsbau. Und dann denke ich selber, ja, okay, er meint damit mehr Kinderspielplätze, aber für mich klingt das so, als müssten wir in der Sandburg wohnen. Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Nee, und auf Sand kann man bekanntlich nicht bauen. Oder auch ein Plakat, auf dem steht, bessere Arbeitsbedingungen in Kitas und dann hat man da so eine Reihe Kinder. Und ganz schnell kommt man dann so auf die Interpretation, ah, es geht um Kinderarbeit. Ja, es geht nicht, es ist kein einziger Erzieher oder Erzieherin auf diesem Plakat, was eine schlechte Bildwahl ist, finde ich. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Weil es man ist, müsste da eigentlich schwierig. Jemanden zeigen, der mit Kindern bastelt. Um dann klarzumachen, dass oder es schimpft. Hier um die Erzieher geht, um die Erzieherinnen und nicht darum, dass Kinder mehr arbeiten sollen. Genau, eher weniger vielleicht. Ja, genau. Ja, insofern werbetechnisch ist Herr Richter vorne. Ja. Was wir wählen würden, wenn wir Falkenseher wären, schwer. Das ist wirklich schwer. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich keine Falkenseherin bin. Ja. Ich find's schwer. Ich find's wirklich schwierig, weil das Amt des Bürgermeisters, also einerseits ist es gut, andererseits kann es auch blöd sein.
die haben das dann halt 8 Jahre und das will gut überlegt sein, ob du dir halt 8 Jahre dann irgendwie das dann, naja, du bindest dir das ja nicht ans Bein, aber du trägst halt einfach die Verantwortung dafür, wenn du dieses demokratische Mittel der direkten Wahl halt auch wahrnimmst. Ich finde es wirklich schwierig. Also ich gebe dir recht, mich spricht Heiko Richter auch marketingtechnisch und wahlkampftechnisch mehr an als Herr Dr. Jan Pollmann. Man muss aber bei mir auch dazu sagen, dass ich ja grundsätzlich halt eben auch nicht so die typische CDU-konservative Wählerin bin. Ne? Also ja. ich lasse mich dann halt auch gerne von Herrn Richter überraschen, muss ich dazu sagen, weil ich eben, kann ich nicht sagen. Gibt sowieso ein Wahlgeheimnis, ich bin keine Falkenseherin, aber ich finde es wirklich schwierig und ja, wünsche den Wählerinnen und Wählern am Sonntag, ja, einen guten Gang zur Wahlurne, dass nichts passiert. Das wünsche ich. Sehr gut. Ja, ich gucke hier gerade, was Herr Pollmann eigentlich beruflich macht. Da bin ich mir irgendwie gar nicht so sicher. Okay. Gott, Mitglied des Aufsichtsrats BW Fuhrpark Service GmbH. BW ist Bundeswehr wahrscheinlich, ne? Ah ja, hier steht es ja auch. Bundeswehr, ja. Okay. Mobilitätsbedarf der Bundeswehr. Ach so, er ist seit 6 Jahren im Verteidigungsministerium. Regierungsdirektor. Wow, das ist, Und den Posten gibt man her für Bürgermeister? Potenziell? Ja, interessant. Ja. Das ist wirklich interessant, zumal ja auch jetzt, weiß ich nicht, 100 Milliarden Euro auch jetzt so in die Bundeswehr investiert werden sollen. Ich meine, da profitiert ja auch das Ministerium von. Richtig. Das kann man ja gut verteilen und ausgeben. Und wer gerne shoppt, weiß ich nicht. Nein, das hat mit Shopping jetzt nicht so viel zu tun. Aber ja, das ist spannend, dass man den Posten aufgibt für ein Bürgermeisteramt. Aber vielleicht ist ihm auch der Fahrtweg zu weit. Ja. Kann ja sein, so. Und zur Verwaltung, also so, ist halt nicht so weit. Er lebt in Falkensee. Er hat 2 Kinder da. Ja, Kindergarten. Genau. Also die Vereinbarkeit für Familie und Arbeit ist dann vielleicht in dem Ort, in dem du lebst und arbeitest, einfacher, als nach Berlin zu düsen. Wobei es auch nicht weit ist, ne? Aber gut. Nein. Ja, wieder eine Mutmaßung. Ja, definitiv. Also alles Mutmaßung, alles Mutmaßliche. Das könnte man ja mal fragen, noch kurz vor der Wahl, warum er das aufgeben würde, Konjunktiv, für einen Bürgermeisterjob, weil das ist undankbar. Du musst überall immer sein. Du musst alles vorbereiten, gut auch vorbereiten lassen. Ist ja klar, du hast ja deinen Stab, ne? Und wenn alles gut aufgestellt ist, wenn deine Verwaltung funktioniert, ne? Du bist ja Hauptverwaltungsbeamter, du musst ja dafür sorgen, eben, dass deine Verwaltung funktioniert. Genau. Dennoch musst du bei den Sitzungen sein, bei öffentlichen Auftritten, bei Einweihungsfeiern und. Repräsentieren also, musst repräsentieren. Du, verwalten und repräsentieren. Und die Arbeitszeit, die ist schon krass. Die ist wirklich, das muss man unbedingt wollen, Bürgermeisterin sein. Ansonsten wird das alles, also das. Ja. Genau, du hast deine Kernarbeitszeit morgens bis nachmittags und dann hast du ja wahrscheinlich oder in den meisten Fällen nochmal nachmittags Termine oder abends nochmal Termine. Triffst dich mit Vertretern des Landkreises beispielsweise, um dann Investorentreffen genauso, richtig. Und es ist alles viele Meetings. Viele, many, many, many Meetings. Und die kannst du nicht alle über Teams machen oder Zoom. Die wollen doch mal vor Ort einen sehen. Chat über Slack oder so. Oder so, genau. Naja. Ja. Falkensee, es bleibt spannend, definitiv. Und genauso spannend ist es jetzt mittlerweile auch in Brieselang geworden. Erzähl, Antje, was hat sich da getan? Ja, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass Herr Heimann, der Bürgermeister, abgesetzt wurde von euch. Wir haben lang und breit darüber gesprochen, wie so eine Abwahl funktioniert und speziell in Brieselang, wie das alles ganz wunderbar geklappt hat und dass es dann doch ein ganz, ganz eindeutiges Ergebnis war. Wie Herr Ralf Heimann abgewählt worden war. So, nun hatten wir ja schon 2 Kandidaten, einmal der Herr Black von der CDU und die Katrin Neumann
als Parteilose, die aber Unterstützung eben von verschiedenen Fraktionen erhält aus der Gemeindevertretung. Und nun hat sich ein dritter Kandidat zu Wort gemeldet. Erzähl, Antje, ist der dritte Kandidat? Ich bin total gespannt. Wer möchte Bürgermeister von Brieselang werden? War nicht bei Herzblatt immer drei Kandidaten? Wählst du so und so? Genau. Ist so eine schöne Herzblatt-Ansage, wäre geil. Also, das dritte Herzblatt oder nicht Herzblatt, wie man es nimmt, ist... Ralf Heimann himself. Er will es nochmal wissen. Der abgewählte Bürgermeister, der nach seiner Abwahl sofort seinen Facebook-Account gelöscht hat oder genau deaktiviert und gesagt hat, bäh, alle doof, ist jetzt wieder da. Der ist wieder da, der ist am Start, das ist der absolute Wahnsinn und die Zeitung druckt alles ab, was er raushaut. Wie gewohnt. Wie gewohnt. Die Begründung zu seiner erneuten Kandidatur war dann erst der einzige Profi hier und das wäre schon wichtig, wenn er wieder Bürgermeister sein würde, weil alle anderen sind Amateure und Dilettanten. Okay. Solider Diss. Ein solider Diss gegen die anderen im Rap-Battle des Wahlkampfs. Definitiv. Das ist ein guter Vorgeschmack auf die nächsten Wochen, weil ich weiß, dass der Wahlkampf ist immer dreckig, ist immer eklig, vor allem in Brieselang. Aber mit dieser Kandidatur wird er nochmal auf eine ganz andere Ebene gesetzt, was Schlammschlacht und dreckige Wäsche angeht. Ich denke, wir können uns alle warm anziehen. Und Katrin, genauso wie Herr Black auch, müssen sich ein dickeres Fell zulegen bei diesem Menschen, der jetzt mitmischt. Abgefahren. Die Freien Wähler hatten nämlich ein Treffen, also die Ortsgruppe hatte ein Treffen und da hatte er sich dann aufstellen lassen. Er wurde aber nicht einstimmig gewählt. Das war mehrheitlich, hatte auch Gegenstimmen kassiert. Ne? Also ich meine, das ist klar, ich meine, er ist verbrannt so. Er ist einfach verbrannt für die Freien Wähler und finde das wirklich auch erstaunlich für diese Ortsgruppe. Mhm. Das ist ja nicht nur er, der halt so crazy dahin kommt und sagt so, ja, ich wurde zwar abgewählt und mit einer krassen Mehrheit so, sondern dass diese Ortsgruppe das auch unterstützt, dass es da Menschen gibt, die ja nun alles mitbekommen haben die letzten 3 Jahre, die jetzt sagen, ja, gute Idee. Machen wir nochmal. Nochmal von vorne. Klar. Logisch. Er hat angesagt, dass Trump-Effekt. Der Trump-Effekt. Genau. Genau so. Und er hat angesagt, dass er über Facebook keinen Wahlkampf mehr machen wird. Das ist nicht mehr seine Art, nicht mehr seine Strategie. Also zu Facebook kommt er nicht mehr zurück. Ach so, damit die Leute aber auch nichts kommentieren können. Ja, natürlich. Also seine Nachrichten oder seine Posts, die waren ja eh immer zensiert, die konnte man ja gar nicht kommentieren. Also ganz zum Schluss hat er das ja gar nicht mehr zugelassen. Oder die Administratoren, die dann halt ihm auch wohlgesonnen waren. Das ist halt leider so. Ich meine, das ist sowieso eine ganz toxische, komische Bubble da. Die haben das dann angefangen zu deaktivieren oder sogar kritische Posts, die da drunter waren, gelöscht. Ne? Ist so. Und das sieht halt für ihn nicht gut aus. Und er will jetzt wieder vis-à-vis, wahrscheinlich mit seinem Bollerwagen, so wie er es 2019 auch gemacht hat, eben durch Brieselang ziehen, überall klingeln und mit den Leuten persönlich ins Gespräch kommen und sie davon überzeugen, dass er der Richtige ist. Und da bin ich halt echt gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich finde einfach, nach meinem Dafürhalten eben als politisch denkende Person so, seine Wiederkandidatur zeugt eigentlich nur davon, dass er nichts verstanden hat und echt verrückt ist. Ich weiß nicht, also weil... Mutmaßlich. ja, danke für die Erinnerung. Auf jeden Fall mutmaßlich. Also das, ich würde es nicht machen. Also würde ich so abgewählt werden mit so einem eindeutigen Ergebnis? Zumal er auch damals gesagt hat, der Matz oder dem der Presse, er geht jetzt in den politischen Ruhestand. Das bedeutete für mich als Leserin, weder Gemeindevertretung kommt für ihn in Frage, richtig, noch das Amt des Bürgermeisters. Und zack, bumm, am 23. April wurde er abgewählt. Wir haben jetzt Ende Juni, ist er wieder da. Ja, manche Menschen kommen mit dem Ruhestand halt auch nicht klar. Ja. Ja, die haben dann nichts mehr zu tun. Wir erinnern dran, er hat das mit der Gesamtschule völlig vermasselt. Richtig. Pläne, die es für den Bau der Gesamtschule gab, hat er über den Haufen geworfen. Ja, die hat er in Torf gebuddelt, ausgebuddelt, verbrannt und alles neu gemacht, alles und anders. Genau, und jetzt sind wir bei wie viel Planungssumme? 35 Millionen oder so? Ja, ne, ich gehe davon aus, dass wir bei über 40 Millionen am Ende landen würden. Also werden, nicht würden, werden. Wir werden, das wird eines der teuersten Bauten ever in Brieselang, ja. Und wird wahrscheinlich auch für finanzielle Stagnation sorgen. Genau, bei einer Gemeinde, die eh gerade nicht so flüssig ist, ne? Genau. Nicht so viel Spielraum hat. Und wir sind, man muss jetzt, die drittgrößte Gemeinde und ich finde das total,
abgefahren, dass das im Havelland, die, ja. Im Havelland, genau, mhm. Nicht auf der Welt, ja. dass die drittgrößte Gemeinde im Havelland dann wahrscheinlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht mehr liquide sein wird. Und dann halt gucken muss, so wie geht das mit der Infrastruktur weiter. Wir haben viele, viele, also ne, jetzt mal so laienhaft dargestellt, wir haben viele Straßen, das sind Sandpisten, da sind riesen Löcher drin und die werden jetzt einmal im Jahr nur geschoben. Also dann werden die dann gar nicht mehr geschoben. Wir haben das Problem, das hatte letztens eine Gemeindevertretung, also ist jetzt so ein kleiner Schwank einfach mal, in der Gemeindevertretung, der hatte eine akute Gastritis gehabt, der musste ins Krankenhaus und er lebt an so einer Sandpiste, sein Haus steht dort, so. Und der Rettungswagen musste Schritttempo fahren wegen der Löcher, weil die einfach so krass riesengroß sind und ich weiß das, ich wohne selber an so einer Sandpiste. Und er meinte, wenn Gefahrenverzug ist, was ja in dem Fall war, weil das wohl Magendurchbruch, was weiß ich, es war wohl krass, da kannst du ja nicht mit Schritt da lang fahren. Du kannst aber auch nicht dir die Achse versauen dann oder zerschroten, dass du dann irgendwie gar nicht weiterkommst. Ne? Also du rettest ja Leben oder versuchst es zumindest. Ja. Und wenn ich halt schaue, dass dann perspektivisch diese Gemeinde halt kein Geld mehr hat, also was das alles mit sich bringt, auch zum Thema Gefahrenabwehr, ne? Es geht ja nicht nur irgendwie, da können wir uns keine Bank mehr leisten und da können wir nichts mehr aufstellen, sondern es geht ja wirklich um wichtige Dinge, um lebensrettende Dinge auch, ne? Das, genau. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Also, und ich glaube, so eine Sandpiste ist auch, gilt nicht als erschlossene Straße, weil das Abflusssystem ist ein Indikator für eine erschlossene Straße. Beleuchtung ist ein Indikator für eine erschlossene Straße und halt eine Straßendecke. Richtig. Das sind die drei Faktoren, die von denen zwei mindestens zutreffen müssen, damit eine Straße als erschlossen gilt. Mhm. Also genau, und das hat auch, glaube ich, auch irgendwelche rechtlichen Folgen, wenn es halt nicht erschlossen ist. Da müsste ich mich nochmal reinlesen. Wir können uns ja unser Straßenausbaurecht nochmal ja, unbedingt. Das interessiert wahrscheinlich so gut wie jeden, auf jeden Fall im Osten. Also die Hörer im Osten. Genau. Und ja, genau, deine Sandpiste kenne ich auch. Ja, die ist eigentlich jetzt gerade, nach den monsunartigen Regen wird's wieder aufgespült. Ja. Sie wird wieder zur Sandpiste, so zur Löchregen. Naja, naja, so gut. Viel aus Brieselang. Ja, gut, genau. Und man muss halt gucken, dass eure Gemeinde nicht in eine Haushaltssicherung rutscht. Ja. Durch sowas, ne? Ja. Was das bedeutet, erklären wir auch nochmal in einer anderen Folge. Ganz unbedingt, das ist spannend. Was ist eine Haushaltssicherung und was bedeutet sie für Kommunen, Gemeinden und Landkreise? Apropos Landkreis, wie alt ist das Havelland jetzt? Liebe Antje, du wirst es nicht glauben. Der Landkreis Havelland ist jetzt seit 30 Jahren gibt's existent. Nicht. Ja. 30 Jahre? 30 Jahre. Wahnsinn. Mensch, ob es dazu mal eine Veranstaltung gibt? Na klar, da war doch letztens eine. Stimmt. Moment, das war letzte Woche, ne? Am Freitag, wenn ich mich nicht irre. Da hat es auch geregnet. Ja, hat es geregnet. Ja. Und ich glaube, wir waren da. Ja, du hast mich abgeholt. Wir waren da. Und ganz viele andere Leute auch. Wir hatten Spaß. Auf jeden Fall in dem wunderschönen Schloss Ribbeck in Ribbeck im Havelland. Und da stehen sogar Birnbäume. Ist es ungelogen? So ist es hier. Ganz kurz zum Hintergrund. Genau, der Landkreis wird 30 Jahre, ist jetzt 30 Jahre alt geworden. Nach der Wende gab es eine Zusammenlegung von verschiedenen Ämtern, Nauen, Friesack etc. Genau, zum Landkreis. Und Happy Birthday an dieser Stelle. Happy Birthday, lieber Happy Landkreis. Birthday. Und eingeladen waren, ja, Kreistagsvertreter. KreistagsvertreterInnen. Innen. Und wen auch immer sie mitbringen wollten. Genau, plus eins. Ich war deine plus eins. Richtig. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich an dieser wahnsinnig wunderschönen, ja, Veranstaltung teilnehmen durfte. Es hat sich gelohnt. Für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Es sind wunderbare, wundervolle Eindrücke, die ich sammeln durfte. Und es waren Menschen dabei, die im Havelland arbeiten, beziehungsweise eben wie sagt man, also die Menschen vom Bahntechnologie-Campus beispielsweise waren da. Genau, Elztal, ne? Elztal. In Elztal soll ein Bahntechnologie-Campus entstehen oder ist schon in Ansätzen vorhanden. Menschen mit Zipfelmützen waren da.
vom Heimatverein. Wir haben kurz überlegt. Das war für uns beide was ganz Neues. Wir sahen da Männer in Uniform mit so komischen Karnevalsmützen und Schwertern und haben uns kurz gefragt, ob da eine Burschenschaft sitzt. Richtig. Und wie weit wir uns entfernen müssen von diesen Menschen. Genau, da waren noch Plätze frei, aber das war dann nicht so unser Ding. Ja, wobei wir sitzen jedenfalls nicht da. Nee. Also, das war uns suspekt. Bestimmt ganz nette Leute, aber Bestimmt, aber von jemandem mit dem Schwert halten wir dann doch lieber ein bisschen Abstand. Ne? Richtig. Und genau, Heimat war da, Müllaufsammelhelden waren da. Stinknormale Superhelden, liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr das mal hört, ich finde euch toll. Macht weiter, genau, ein Vertreter der stinknormalen Superhelden war da, da habe ich daran erkannt, weil er verkleidet war. Ja. Also die haben dann immer so Superheldenkostüme an, sehr witzige. Also die Schlüpfer über der Leggings, daran erkennt man meistens Superhelden. Ja, genau. Und erklär mal ganz kurz, was die machen, dann kommen wir wieder auf die Feier zurück. Also die sammeln Müll auf, ganz viel, vor allem Kippen, sie reinigen Parks, aber sie gehen auch an Schulen, sie gehen in Kindergärten, sie treffen sich mit dem Landrat, Herr Lewandowski dürfte, glaube ich, sogar schon öfters mit den stinknormalen Superhelden Müll sammeln. Und zeigen halt auf, wie schnell und wie einfach Umweltverschmutzung stattfindet, vor allem in Form von Zigarettenstummeln, aber auch an anderes Müll, also diese Kackebeutel, ne, diese Kotbeutel für Hunde, wenn man die einfach irgendwo ins Gebüsch schmeißt und so weiter und so fort. Ja, das, was schlimmer ist, als einfach den Haufen liegen zu lassen, rein umwelttechnisch. Richtig, genau, ja, das regt mich auch mega auf. Wir haben bei uns in der Straße so ein Gebüsch, da schmeißen die Leute immer die Beutel rein. Und wenn dann der Winter kommt, ja, dann wie so ein kleiner Weihnachtsbaum, hängen da überall die Kackebeutel. Beutel. Und das werden halt von Jahr zu Jahr immer mehr und das ist einfach nur ekelhaft. Ne? Das ist so, oh, Leute, echt, dann schafft euch keine Hunde an. Nein. Oder sammelt es nicht auf, wenn ihr es eh wieder in die Natur werft. Das ja. ist total blöd. Das ist so dumm. Dumm. So, jedenfalls, das machen die stinknormalen Superhelden. Die sammeln auch Spenden, nicht nur Müll, um weiterzuwachsen, weiterzumachen und klären halt einfach darüber auf, wie Umweltverschmutzung funktioniert und wie einfach es ist, wenn man sich die Zeit nimmt, einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde ans Bein bindet und da, wo man langläuft, einfach mal aufsammeln. So, ne? Finde ich gut. Richtig schön. Wer war noch da? Natürlich der Landrat, Herr Lewandowski war da und dann die Stellvertretende, wie heißt sie? Ach so, die Vorsitzende des Kreistags. Oder so. Barbara Riechstein war da, die ist auch Vizepräsidentin im Landtag Brandenburg. Ach so rum war das, genau. Genau, von der CDU. Der Landrat ist auch von der CDU. Mhm. Aber ist ein netter Landrat. Also ich finde den nett. Ich finde ihn auch nett. Der ist sympathisch. Ja. Der ist der, wirklich, der hat auch Humor. Also das muss man, trotz der Partei hat er Humor. Das ist okay. Und es waren eigentlich aus allen Parteien irgendjemand da. Eine AfD haben wir nicht gesehen. Nee. War auch gut angenehm. So. Ja, war gut so. Ah, die AfD stellt ja jetzt so einen Landrat, ne? Seit gestern. Thüringen, ne? Thüringen, richtig, genau. Mhm. Ups, wie ist das passiert? Ja, ups, wie konnte das denn passieren? Also die CDU unterlag der AfD und wie heißt der, Sense Sonsemann? Ach, ist ja auch egal, wie der heißt. Jedenfalls, wir wollen ja so keine Werbung machen für die AfD, aber wir haben jetzt im Bund den ersten Landkreis seit gestern, den 25. Juni 2023, ja, der von einem AfD-Landrat geführt wird. Ist denn in Thüringen das der Fall, dass die Wähler den Landrat wählen? Landratswahlen sind direkte Wahlen. Die schlagen vor, ne? Also ne, jede Partei schlägt seinen eigenen Landrat vor. So, du sollst das machen hier. Harald war ja auch schon mal Kandidat für den Landrat oder mehrmals sogar hier Petzold. Genau, und aber du wählst den, wir wählen den. Ach so. Wir BürgerInnen wählen den, genau. Okay. Genau, so, und mit 52, irgendwas Prozent wurde er dann auch gewählt und jetzt ist das so. Ja, ist übrigens derselbe Landkreis, wo Hans-Georg Maaßen drüber in den Bundestag wollte für die CDU. Also dieser Landkreis scheint sowieso ein bisschen radikaler zu sein als andere. Aber dafür ist er auch mikroskopisch klein. Ja, irgendwo fängt es leider immer an. Ne? Irgendwo fängt es immer an. Okay, back to unsere 30-Jahres-Feier. Genau, zu schöneren Sachen. Jedenfalls, die Hütte war voll, es gab sogar Überlaufzimmer, wo die in dem größeren Saal keinen Platz mehr finden konnten, sich reinsetzen konnten. Mit Kameraübertragung, genau, es gab Videoübertragung, richtig toll, genauso wie Soundübertragung.
Es gab reichlich zu trinken, es gab reichlich zu essen. Über die Speisekarte kann man natürlich am Ende streiten. War jetzt nicht vielleicht so vegetarisch-vegan-freundlich, als man annehmen würde. Mhm. Es war sehr fleischlastig. Es gab eine solide Fleischauswahl. So, Gutes vom Grill. Es gab Gutes vom Grill. Wir hatten die Bratwurst. Quietschekäse. Genau, es gab Quietschekäse. Ansonsten, ja, es gab auch Rosmarinkartoffeln und es gab Gemüse. So, das war's. Ansonsten war es eigentlich nur Fleisch und Salatvariationen, wie man so schön sagt. Genau, in Essigsoße. Eklig. Um den Salat habe ich auch so ein bisschen einen Bogen gemacht. Ja, da ich das Fleisch nicht esse, habe ich dann den Salat gegessen. Ja, irgendwas musste ja, ne? Man braucht ja auch eine Basis, wenn die eine trinkt und die andere lacht. Ja, der Landrat hat auch eine Rede gehalten, davon haben wir nicht so viel mitgekriegt. Wir geben es zu, wir sind zwei Gackerhühner. Mhm, wir wurden auch angepscht. Wir wurden angepscht und dann haben wir halt auf dem Telefon weitergemacht. Genau, was ich eigentlich noch viel witziger fand, weil so konnte man noch offener miteinander reden. Also wir hatten unseren Spaß und wir haben viel beobachtet. Wir haben auch Bürgermeisterkandidat Jan Pohlmann beobachtet, der Erste am Buffet war. Und ja, und ich glaube, es hat ihm geschmeckt. Ja, hat ihm geschmeckt. Also ne? Ich war beeindruckt von der Tellerfülle. Ja. Ja, das war der CDU-Tisch, ne? Da saß noch so der Bürgermeister von Dalgo war da noch dran. Der Bürgermeister von Wustermark. Der hatte ein schönes Karo, einen schönen Karo-Anzug an, von oben bis unten. Ja, die Weste war Karo, das Sakko war Karo, die Hose war Karo. Mhm. Und nein, alles Karo. Nauens Bürgermeister, der Manuel Mega, genau. Der mega gute Politik macht für Nauen. Der ist Nauen. Bei den Bauern. Bei den Bauernlandwirten, LWN, ne? LWN, ja, frag mich, das ist so ein, ja. Ja, genau. Kriegt das auch nicht so gut auf die Kette, aber für mich ist es… Etwas, also keine größere Partei, also hauptsächlich haben die Wähler in Nauen, ne? Mhm, richtig. Genau. Und ist halt landwirtschaftlich veranlagt. Genau. Ja, was Solides. Eine Fotobox gab's, also. Ja. Und da, die haben wir genutzt, haben wir schöne, lustige Fotos gemacht. Vielleicht stellen wir da auf Patreon mal was ein, ne? Ja, doch, würde ich gerne machen. Ja. So ein paar Einblicke sowieso, finde ich. Da war auch die größte Birne. Stimmt, die größte Birne der westlichen Hemisphäre war im Museum des Schlosses. Da war eine riesige Birne in einem Gang, sodass man diesen Gang nicht mehr nutzen konnte. Man musste vorher durch ein Zimmer abbiegen, um dann hinten rum durch ein anderes Zimmer wieder auf die andere Seite des Ganges zu kommen. Genau, und auf dem Weg ein U-Laufen. Konnte man sich eine Ausstellung angucken. Das haben die nämlich mit Absicht gemacht. Die haben sich gedacht, weißt du was, wir basteln jetzt so eine riesen Birne rein. Damit niemand rausrennt direkt. Genau, damit keiner rausgeht und sich diese Ausstellung anguckt. Und die ging natürlich übers Havelland. Ne? Mhm. Da war dann Bamme, Etzin. Naja, so Ortschaften, Kotzen. Ja, es gibt tolle Ortsnamen im Havelland, genau. Genau, Marke, Makau, Makotzen, so sagt man. Und da konnte man sich dann Gedichte oder irgendwas, oder wann die erstmalig erwähnt worden sind, na, irgendwas konnte man sich durchlesen. Es war auch schon spät, seht es mir nach oder seht es uns nach, dass wir das nicht mehr so. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie unaufmerksam du durch dieses Museum gegangen bist. Ja, dann erzähl du mehr. Also erstmal waren da archäologische Fundstücke. Stimmt. Ja, was man so beim Rumbuddeln da findet in Ribbeck. Ich fand die Palmen, ich fand diese Palmen spannender irgendwie. Da waren diese archäologischen Fundstücke, aber da im Hintergrund waren halt Palmen. Ja, die auf die Orangerie in Potsdam ansprechen. Wenn das stand, liebe Vivian. Das müsste mein Kurzzeitgedächtnis, weißt du. Es hat sich nicht ins Langzeitgedächtnis übertragen. Ich habe Karl Marx und Friedrich Engels gesehen und wiedererkannt. Ja, genau, es gab eine Timeline auf dem Boden, wann, wo, wer, wie, was im Havelland und wer wen kannte und Fontane-Anspielungen, denn wir kennen ja das Ribbeck auf Ribbeck im Havelland-Gedicht. Nicht auswendig. Nicht auswendig, aber es ist, wir wissen, dass es von Fontane ist. Ja, ist es. Genau, und eine Statue gab es da. Ja. Eine Statue eines dicken Mannes. Von Fritz. Ja, und ein paar Übersicht über ein paar Orte und ein paar Audioguides. Und man konnte von der Rückseite auch in die große Birne reingehen und sich da reinsetzen. Das war sehr schön gepolstert und warm und weich da. Genau, warm und weich war es da. Und in der Birne ist es warm und weich. Ja, es war schön in der Birne. Es war doch. Und da würde ich sagen, da werden wir mal ein paar Bilder reinstellen, hochladen, damit man sich das mal angucken kann. Und genau, bisschen Instagram, bisschen Patreon. Genau, bisschen was davon. Und dann ist das schön. Es ist halt eine runde Sache. Das war die Ausstellung. Genau. Viel gelernt haben wir jetzt nicht auf der Feier, ne, des Havellandes. Nee, wir haben,
Nee, wir haben ja so, wir haben ja halt Leute geguckt, so, aber das macht mir ehrlich gesagt am meisten Spaß. Was mein persönliches Highlight war, war der Familienfriedhof von der Familie von Ribbeck. Antje, warum ist das so? Warum ist das sein Highlight? Warum wolltest du unbedingt auf den Friedhof am Schloss? Ja, ich bin ja Bestatterin und gucken wir dann halt schon gerne mal Friedhöfe an, und weil es dann so kleine, feine Familienfriedhöfe sind, und das war schon echt spannend. Also ich fand das wirklich, diese weißen Kreuze, diese Monumente, die aber nicht so vergesst mich nie Monumente waren, sondern halt schlicht und einfach, aber trotzdem schön. Fand ich das total spannend, dort eben ja diesen kleinen Familienfriedhof, der ja auch immer noch gepflegt wird, anzugucken. War auch betroffen ein Stück weit eben von den drei kleinen Kindern von Ribbecks, die Ernestine und die beiden Brüder, die im Alter von 4, 5 und 6 Jahren relativ schnell kurz hintereinander verstorben waren. Ja, alle. An der Diphtherie. Genau. Früher war die Kindersterblichkeit einfach höher, das ist so. Aber fand das mega schön, da zu sein, weil die Sonne war gerade so ein bisschen, also nicht ganz am Untergehen, aber so die Atmosphäre, die war toll. Und es war auch noch ein Gedenkstein zu sehen von Karl Anton Karl von Ribbeck. Eieieiei, jetzt kommt's, ne? Haben wir Shownotes, dann machen wir das dann nochmal ordentlich. Jedenfalls, ja, natürlich haben wir Shownotes. Der im KZ Sachsenhausen umgebracht worden war. Und damit ging die Familienlinie zu Ende. Richtig, das war es dann mit den von Ribbecks. Genau. Genau, das hat schon ein Stück weit betroffen gemacht. Eben war aber auch einfach schön zu sehen, ne, dass es sowas gibt und dass es sowas noch gibt. Und vor allem auch hier in unserem Havelland, das jetzt schon 30 Jahre alt ist. So. Ja. Ja, ansonsten war es nur ein großes Get-Together lauter Lokalpolitiker und wir haben sie alle mal in Action gesehen, wer sich mit wem unterhält. Ja, vor allem, wer sich als erstes an welchen Tisch setzt. Also es waren ja nicht alle pünktlich zur Begrüßung, das kam ja durchaus dann später auch noch Abgeordnete oder eben Leute, die sich verdient gemacht haben mit irgendwas im Havelland. Und da fand ich es halt spannend zu sehen, wer setzt sich denn wo, wer begrüßt denn wen als erstes. Es geht ja nicht der Reihe nach, hier ist der Tisch Nummer 1, da kenne ich welche, sondern man geht ja schon gezielt in einen Raum rein. Und also soziologisch betrachtet total abgefahren, welche Partei denn doch manchmal mit anderen Parteien dann so kommuniziert. Richtig, wo man denkt, die hätten eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Haben sie aber doch. Programmatisch dann und dann rennen die aber gezielt aufeinander zu und man denkt, okay, das passt jetzt gar nicht. Es gab noch eine große Torte. Ja, es wurde als große Torte angekündigt. War aber eigentlich nur. Es war auch groß und flächig. Ja, genau. Es war eine rechteckige, ein rechteckiger Erdbeerkuchen mit einem zweiten Stockwerk oben drüber. Ja. Irgendwie so. Genau. Also es gab eine, ich schätze mal so 2 Quadratmeter große Kuchenplatte. Mit einem Standard-Erdbeerkuchen, also wir haben einen Boden, auf dem dann eine Quark-Sahne-Creme oder sowas ist, darauf Erdbeeren und dann wahlweise so Pudding, Vanille. Und dann nochmal eine Schicht Gelatine für alle Vegetarier und Veganer. Genau, die werden nicht Agar-Agar genommen haben. Nee, das wäre ja nicht so klar gewesen, leicht trüb. Und auf einem zweiten Stockwerk war nochmal in Kuchenform das Havelland nachgebaut. Genau, sah für mich ehrlich gesagt wie heißt das, Codiceps? Aus? Cordyceps? Ja. Ja, der Schimmelpilz, der das Gehirn von Ameisen befällt. Genau. Oder auch in The Last of Us im Videospiel angesprochen wird, benutzt oder Grundlage dafür ist. Da irgendwie am Vorbeigehen dachte ich so, Ich habe ehrlich gedacht, dass der obere Teil leckerer aussieht als der untere. Okay. Aber den Havelland-Teil hat keiner angeschnitten, obwohl das auch ein Kuchen war. Ne? Das sah aus wie Marzipan-Sahnekuchen. War essbar, war auf jeden Fall essbar. Nee. Aber nur die Erdbeere-Glibber-Dings wurde angeschnitten. Ja. Wir reden hier so negativ, aber es ist eigentlich schön, dass der Havelland sich so viel Mühe gemacht hat. Ne? Volle Kanne. Also der Landrat hat auch selber angeschnitten und verteilt. Und das hat auch, es gab auch diese, wie nennt man das, Wunderkerzen waren da drauf. Das war eine schöne Sache. Und es gab auch eine Live-Performance. Also es gab eine gute Sängerin. Eine gute Sängerin, guten Gitarristen. Das war wirklich, also die hat schöne, schöne Lieder dargeboten, die zur Stimmung gepasst haben. Es war nicht zu laut, nicht zu leise, die war sympathisch. Das war alles in allem eine gute, runde Sache zum 30. Geburtstag, den man durchaus mal feiern konnte. Ja. Ne? Genau. Mein 30. war ähnlich. Nein.
Ich hatte nicht Leute von Land, Politik und Kultur da. Nein, aber ich habe meinen 30. gefeiert, wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe meinen auch gefeiert in einer Kneipe auf der Reeperbahn. Ja, sehr gut. Ja. Das haben wir Christians 30. haben wir auf der Reeperbahn auch gefeiert, genau. Und seinen 29. haben wir im Garten gefeiert mit 3 Bands. Das war auch cool. Das glaube ich. Christian ist dein Lebenspartner noch dazu. Richtig, ne? Ja, genau. Jetzt ziehe ich den hier in den Podcast mit rein. Naja, liebe Grüße, Christian, falls du das mal hörst. Es tut einem leid. Ich hoffe doch. Wir können den Namen auch piepen, wenn dir das lieb ist. Ach, ist ja nur Christian. Ne? Chrissy, Christian. Christians gibt es ja ganz viele. Stimmt. Genau. Ach, Antje, das ging ja jetzt alles hier zügig. Ja, das ging zügig. Das stimmt. Ist aber gar nicht so schlimm. Wollen wir einfach jetzt zum Schluss kommen? Ja, würde ich vorschlagen. Wir haben es nämlich noch Montagvormittag, werden wir das ja aufnehmen. Und Wir müssen noch arbeiten. Richtig. Ja. Und zum Abschluss gibt es ja immer unsere Kulturtipps. Kulturtipps. Wochentipps. Einen Ausflugstipp haben wir jetzt dieses Mal nicht, aber ich würde gerne einen Film empfehlen. Mach das. Welchen hast du uns mitgebracht heute? Ich habe euch den besten Film aller Zeiten mitgebracht. Oh ja? Ja. Und der heißt einfach so. Krass, oder? Das ist. Da hältst du kurz inne. Auf jeden Fall, weil wer macht denn sowas? Nein, wer spielt denn da mit? Und um was geht es da eigentlich in dem besten Film aller Zeiten? Der beste Film aller Zeiten ist eine spanische Produktion. Und in den Hauptrollen sind unter anderem Penelope Cruz und Antonio Banderas. Oh, die finde ich gut. Und der Kniff ist so ein bisschen, dass der beste Film aller Zeiten, der um den es gehen sollte in dem Film, eigentlich nie wirklich zur Sprache kommt. Die Geschichte des Films ist, dass ein großer Investor sich ein Monument setzen möchte. Eine Brücke mit seinem Namen lässt er sich schon bauen. Also möchte er mal den besten Film aller Zeiten drehen lassen von einer tollen Regisseurin und sich ein kulturelles Denkmal setzen. Und dann wird eine gute Regisseurin engagiert, gespielt von Penelope Cruz. Und sie soll den besten Film aller Zeiten machen. Wir als Zuschauer des Films kriegt man sehr schnell mit. Der Film, den sie da umsetzen soll, möchte, die Geschichte, ist unglaublich kitschig und nervig. Und sie als Regisseurin bläst das dann wahnsinnig auf und hat viele Methoden, ihre Schauspieler zu quälen und in diesen Film zu involvieren. Das Ganze kann man als Kritik an der Szene, hinter den Kulissen in Hollywood, genau, an der Film sehen, wenn man möchte. Man schämt sich viel fremd. Oh, das ist schön, wenn man dann so nicht mehr hingucken kann, oh, ich nehme mir noch einen Schluck, ich gehe lieber auf Toilette oder ich gucke nochmal schnell auf Insta, was los ist, so sehr schäme ich mich. Genau. Übersprungshandlung. Und die beiden Hauptdarsteller des besten Films aller Zeiten fangen dann auch an, ihre Spleens raushängen zu lassen, ihre eigenartigen Verhaltensweisen. Und Antonio Banderas spielt hier einen etwas dümmeren Menschen, der einfach nur das Leben genießt und auch mit Manipulation einfach dahin kommt. Ist er ein Schauspieler in dem Film? Er ist ein Schauspieler, genau. Also sozusagen eines der Opfer von Penelope Cruz, die Regisseurin ist. Wenn man so will, aber er manipuliert dann auch. Ah. Und die geben sich dann alles nicht so viel, die Darsteller des Films. Und als ich den Film gesehen habe, wie gesagt, ich habe mich ein paar Mal geschämt, aber so. Was aber dafür spricht, dass die Darstellung unglaublich gut ist. Also man hat es den Leuten abgenommen, dass das, was sie spielen, dass sie das wirklich fühlen. Und es gab auch viele Momente, wo man unglaublich lachen musste. Also die Methoden, mit denen die Regisseurin die Schauspieler mehr zueinander finden lassen möchte, sind unkonventionell. Da bin ich gespannt. Ich selber kenne den Film noch nicht, aber das klingt nach einer geilen Geschichte auf jeden Fall. Den will ist ich geil sehen. Und der Film, der letztendlich gedreht wird, ist einfach nur eher kitschiger
Müll, um den geht's nicht. Der wird immer mal so ein paar Minuten erwähnt oder ein paar Sekunden. Aber wir kriegen nachher das Gesamtergebnis des besten Films aller Zeiten gar nicht mit als Zuschauer. Alles klar. Na, was will man auch erwarten, wenn das von jemandem Auftrag gegeben wird, der sich selber eine Brücke gebaut hat? Genau. Alles ist nur Übergang, fällt mir dazu ein. Alles ist nur Übergang. Und wir gehen jetzt über, Tschüss zu sagen. Ja, wir gehen jetzt in unsere Woche über. Genau, die Arbeitswoche wartet nämlich. Ich habe viel zu tun und du auch? Ich habe auch viel zu tun. Großer Fotoauftrag. Großer Fotoauftrag. Ich editiere mir jetzt hier noch die Finger wund. Oh, wir haben noch 4 Beisetzungen diese Woche. Oh. Die sind auch alle soweit schön vorbereitet, aber die eine oder Akte lese ich dann doch nochmal. Wir wünschen euch was. Bleibt gesund oder werdet gesund. Habt eine gute Zeit. Geht ans Wasserloch. Ne, wir haben keinen Kulturausflugstipp, nur so viel, wenn es heiß ist, ab ans Wasserloch. Genau, haltet euch wacker. Bis dahin. Tschüss. Haselnüsse, Haselnüsse! Haselnüsse, Haselnüsse!